Die Präsentation funktioniert jetzt soweit und sie ist im Prinzip auch brauchbar. Durch den hohen Kontrast kann man die Inhalte sehr gut lesen, aber sie wirkt jetzt vielleicht doch etwas gar nüchtern, so schwarz auf weiß, und wir wollen jetzt das Design noch etwas eleganter gestalten. Zunächst einmal könnte man über Entwurf ein vorgefertigtes Design da übertragen. Du siehst, es hat schon ganz viele Vorlagen in dieser Übersicht. Ich finde allerdings die meisten eher unbrauchbar. Nehmen wir gerade mal das erstbeste. Passt jetzt nicht wirklich zum Thema und diese Streifen sind dann doch etwas gar dominant, finde ich. Und über Rückschritt oder Befehl Z machen wir das wieder rückgängig. Also vielfach sind diese Designs eher geschmäcklerisch und ich lasse lieber die Finger davon. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass man hier einfach gewisse Bereiche auf die ganze Präsentation überträgt, also zum Beispiel das Farbschema oder die Schriftfarbe oder ein vorgefertigtes Hintergrundformat auswählt. In diesem Fall jetzt aber machen wir das manuell. Ich klicke da auf Hintergrund und du siehst, du könntest hier eine andere Hintergrundfarbe wählen in diesem Eimer-Symbol. Ich wähle jetzt aber eine Farbverlaufsfüllung. Es schlägt mir schon mal das vor da. Ich will nicht so viele verschiedene Farben, sondern von weiß nach irgendwie hellblau oder so. Diese zweite Farbe kann ich hier auswählen. Das könnte man auch umkehren. Ich kann hier die eine nach drüben ziehen. Vielleicht etwa so. Oder du könntest auch hier den Winkel verändern. So siehst du, wie dieser Verlauf über die ganze Folie erstreckt wird. Im Moment ist dieser Hintergrund ja nur für die aktuell ausgewählte Folie übernommen. Ich will jetzt aber alle Folien so gestalten, deshalb klicke ich auf Alle anwenden und sofort hast du diesen Verlauf auf alle übertragen.